Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns ein Manöver an, das ich ästhetisch einfach mag. Fahren kann man das mit kleinen und großen Außenbordmotoren und ich finde, es hat einfach Stil. Passt richtig schön für ein Fotoshooting, für ein Hochzeitspärchen zum Beispiel. Die Maschine läuft rückwärts nach Steuerbord eingeschlagen und zieht das Boot zum Steg. Den Ableger leite ich ein durch Rudereinschlag nach Backbord. Alles ziemlich eng, aber machbar. Ich drehe mich um die Vorspring auf der Steuerbordseite. Die Länge der Spring und den Drehpunkt habe ich so gewählt, dass ich nach hinten etwa einen halben Meter Platz habe. Nach Backbord lasse ich mir etwa eine Bootsbreite Platz. Drei Viertel davon brauche ich. Ich drehe mich ja auf der Steuerbordklampe vorne. Wind auf der Seite stört mich übrigens nicht besonders. Ich fahre das hier rückwärts mit Leerlaufdrehzahl. Die Maschine zieht etwa mit 18 Kilo. Könnte ich auch schneller fahren, muss ich aber durch Gegenruder abbremsen, kurz bevor ich 90 Grad zum Steg ausgerichtet bin. Eingeblendet seht ihr die Windlast, die ich im Leerlauf rückwärts schaffen würde. Beaufort 3. Die Maschine hat doppelt so viel Hebel wie der Wind und macht das ganz entspannt. Jetzt verlangsame ich das Schwenken und stelle den Motor gerade. Das Boot läuft noch ein wenig nach und der Augenblick kommt, dass wir die Vorspring lösen können. Die habe ich auf dem Schotstopper und werfe sie jetzt los. Den Schotstopper nehme ich dafür immer gerne, denn das geht schnell. Das Boot steht inzwischen genau so, wie ich es wollte. Ich hole die Leine ein und laufe aus. Schön ist, das geht auch mit einem 2 PS Außenbordmotor. Hat natürlich Stil und sieht stattlich aus, wenn ich mit so 2 PS dieses Manöver fahre. Unten in der Beschreibung habe ich eine Patreon-Seite verlinkt. In den Beiträgen dort steige ich technisch etwas tiefer ein, als ich das in diesem YouTube-Kanal hier tue. Ich freue mich über jede Unterstützung, über dein Like und dein Abo. Bis zum nächsten Mal.